hören sich wie ein Kind zu benehmen. Was wollt ihr von mir? Herr Lauer, er versucht anständig. Was wollt ihr? Habt ihr? Beachtung, ihr Seidenkrieger! Ein geholfen Kerl! Auf, was er wohnt, du Hunder! Du entkommst mir nicht! Ja. Erbärmlich! Ja. Das ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Vielleicht weißt du, deine Niederlage ist besiegelt. Kannst du glauben, mich besiegen zu können? Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. So ein Narr! Alter, auf Förder! Wollt ihr etwas? Wo ist sie denn lieber? Sie hätten mich entführt. Wer hat das getan? Los! Antahofer! Was wollt ihr? Ihr wollt nicht. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Jetzt beende dein Leben. Ich habe keine Wahl. Du musst es sterben. Thank you.
Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit. Warum tut er das? Altair, euer Name ist in aller Munde. Und inzwischen spricht man sogar gut von euch. Wenn ihr euch wahrlich so geändert habt, wärt ihr dann bereit, mir einen Gefallen zu tun? Jubair hat einige Händler angeheuert, um die Bürger auszuspionieren. Sie bekommen Gold, wenn sie ihm Namen nennen. Ihr tätet der Stadt einen großen Gefallen, wenn ihr diese Händler finden und ihre Stände zerstören würdet. Das sollte ihnen Einhalt gebieten. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Also gut, wo bist du? Was stimmt nicht mit ihm? Zeig doch! Jetzt endet dein Leben. Das ist die Stärke. Auf meiner Seite. Du gehörst mir. Seite.
Ich war sicher, dass er hier ist. Ihr habt heute eine gute Tat getan, Altair. Im Austausch dafür teile ich mein Wissen mit euch. Euer Ziel ist vermutlich ähnlich gekleidet wie seine Anhänger, aber ich weiß, woran ihr ihn erkennt. Er trägt gern goldene Roben und hat immer einen großen Beutel bei sich. Findet ihn, Bruder. Lasst ihn bezahlen. Neuigkeiten, Bruder. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Haben. Er wird Ärger verursachen. Was tut er denn? Warum ist er in solcher Eile? Ihr habt mich erschreckt. Ist er verrückt geworden? Alter, hier, nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masyaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten.
Gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Dein Leben ist Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Mit Wort mit euch. Seid auf der Hut! Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Seid stark! So stark wie Salah al-Din! Wachtet euch gegen eure Feinde. Ein jeder so, wie er kann. Er war ein falscher Prophet ihrer Lügen. Aber dann fand Zubair Erleuchtung. Hinfahr. Er erkannte, was getan werden muss. Verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil wurde, verbreiten muss. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Und ich werde euch den Weg zeigen. Zubair sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Geht und belästigt einen anderen. Oh, ihr armer Dummer! Wie erbärmlich!
Es wird jemand zu schwer. Und dann glaube ich, mich besiegen zu können. Das wird nicht zu schwer. Kannst du glauben, mich besiegen zu können? Ja. Möge der Herr deine Seele sein. Möge der Herr deine Seele sein. Kannst du glauben, mich besiegen zu können? Das wird nicht zu schwer werden. Gewalt ist keine Antwort, mein Sohn. Damit stimmen wir überein. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Was hat euer Meister im Sinn? Warum vernichtet er all dieses Wissen? Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Morgen. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Die Worte auf diesen Pergamenten, sie sind Gift. Zubair kennt die Heilung. Er befreit uns von diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nein, nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt. Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber. Altair, mein Freund, ihr seid ein vielgesuchter Mann, so wie ich. Auch mein Kopf wird gesucht und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masya vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Einige Männer in Jubairs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Was stimmt denn nicht mit ihm? Dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reisen, hinterlassen sie eine Schneise des Leibs. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Gespannt? Tut das erneut und ich rufe die Wachen. Dieser Mann scheint nur wieder hin. Er sollte keinen Ärger machen. Sehe ich denn aus wie ein Kaufmann? Nein, also verschwindet. Braucht ihr etwas? Er wird Ärger verursachen. Was ist hier Schön, euch so schnell und an einem Stück wiederzusehen. Ich muss zu meiner Familie, aber bevor ich aufbreche, habe ich dies für euch. Ich fand eine Karte mit den Orten, wo die Gelehrten planen, Bücher und andere Wissensquellen zu verbrennen. Seid bitte wachsam. Möge das Schicksal uns bald wieder zusammenführen. Ich sende meiner Familie eure Grüße. Bitte nur ein Herr von den Gläubigen und hinterlässt
eine Spur des Schrecken. Dala Aldin reitet ihm entgegen. Was ja, kommt ihr da? Meine Güte. Jemand soll ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Was mag ich? Was tut dieser Narr denn? Was jemand tut er da? Ihn aufhalten, bevor er sich verletzt? Von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Saladins erster Gelehrter? Ja, er hat die anderen Gelehrten der Stadt aufgewiegelt. Zusammen verfolgen sie ein höchst arglistiges Ziel. Welches? Sie sammeln das Wissen der Stadt. Alle niedergeschriebenen Werke. Aus welchem Grund? Um sie zu vernichten. Und wo wird das geschehen? Sie ziehen durch die ganze Stadt, aber zuerst treffen sie sich in der Madrasa Al-Khalasa. Dort sollte ich Jubair finden. Vorbildliche Arbeit wie immer, Altair. Ihr könnt ihn aufhalten, bevor er dazu kommt, erneut zuzuschlagen. Mit eurer Erlaubnis, Rafik? Natürlich. Geht ans Werk, wann immer ihr bereit dazu seid. Macht der Bruderschaft Ehre, Altair. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen. Um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte, Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein. Ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort
Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen! Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Was mag er haben? Bürger! Bringt eure Schriften! Werft sie auf den Stapel vor mir! Sie zu behalten wäre Sünde! Erkennt und versteht die Wahrheit in meinen Worten! Befreit euch von den Lügen und Irrlehren der Vergangenheit! Das ist ein böses Lass mich!
Ein Mörder auf freiem Fuß. So was ist hier geschehen? Ein Mörder auf freiem Fuß. Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige.
Altair, sag bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Nicht viel Zeit, Willig. Es gibt ein enges Zeitfenster. Wo immer es steckt, Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für sich. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht. Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen. Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wenig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er... Miss Dunham? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Also was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond, Sie haben ja keine Ahnung. Gibt es ein Problem, Miss Dunham? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder.
Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Nutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Sprinten Sie. Tretet ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Altair. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumte, träumt noch immer. Wie wir vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Altair. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen wir. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende.
Wovor flieht dieser Narr denn? Warum ist er in solcher Eile? Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Hohe Gebäude können auch zur Orientierung in einer Stadt genutzt werden. Warum behältst du قول شيء Kommt nicht näher. Er sollte hier nicht so rennen. Guter Herr, ich bin nur ein Alter. Hört auf! Er sollte bitte keinen Ärger machen. Wir wollen mir rennt er wohl so herum? Wie ich bin hier, das ist da. Ich krieg dich! Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Sehe ich denn aus wie ein Kaufmann? Nein, also verschwinde. Also ist ein Narr in der Nähe. Jede Jack. Hey! Schiffsvorteier! Ihr habt nichts hier zu suchen. Jack! Verdammt! Was ist hier geschehen? Seviyorum. Görüşmek üzere.
fauler Cheyenne, wa? Erhalb aller Bau! Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend justiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein. Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Stätten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder. Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen und tut, was wir verlangen. Evvelki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin ver. La yucadu muharrib eyyuhallah kadar! La yucadu muharrib Das ist reine Zeitverschwendung. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Wer hat das getan? Gözünüzü dört açın, geri dönecek. Lan takdani maratan ukhra. Was? Wer hat das getan? Sag es mir. Benden bir daha kaçamayacaksın. Kalabalığın içine karışmayı seviyorum. Bitte, Herr. Geld bringen. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Daha önce birini öldürdü. Ja.
يوجد محرم. Wer ist dafür verantwortlich? Zeigt euch! Nerdistin! Meine Güte, was ist denn hier passiert? Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Er wird jemandem schaden, das weiß ich genau. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm. Ich bin arm.
Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Hörst du das? Tarajana Mustak. Ich bitte euch. Oh, eine Kleinigkeit. Hörst du das? Tarajana Mustak. Stimme, wo ich nehme, ist für dich. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ist das? Er hat sich wohl verspätet. Das ist der Abmann, der saß Ölung. Was treibt ihn wohl so? Ach, sie brauchen Hilfe! Ein Halmut! Hat man bei den Dein Leben ist verfettet. Ich bin nicht enemy. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Lassen Sie sich Zeit. Durch langsame Bewegung.
Geçen sefer şanslıydın. Ama bu sefer değil. Benden bir daha kaçamayacaksın. Benden bir daha kaçamayacaksın. Bitte, tu das nie wieder. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Hinfort. Was tut dieser Mann? Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Warum rennt er bloß so? Das hat ihn wohl so aufgeregt. Er scheint ja wirklich in... Er wird noch jemand verletzen. Ungläubiger! Du kannst nicht davonlaufen! Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Was er wohl vorhat? Er hat sich wohl verspätet. Es scheint er wirklich. Wo will er hin? Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen so. Er sollte kein Gutgläubiger.
Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Was treibt ihn wohl? Von Jerusalem, wir stehen auf einer Schwelle. Wie rücksichtslos kann man denn sein? Was schämt ihr euch denn nicht? Haltet ihn! Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Was ist hier geschehen?
Hinfort, bitte seid in Zukunft vorsichtiger. Wer hat das getan? Das ist ein böses Omen. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht... Manil Mas'ul anhat! Manil, kostet dich den Kopf! Noch nie entkommen! Komm hier zurück! Haben wir Grenzen durch dieses Land gezogen? Eine kleine Das Blut derer vergossen, die wir. Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Empfangt diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen schaffen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf dass wir eins werden. Weist sie nicht ab. Das ist furchtbar. Jetzt sterbt ihr. Also nicht. Ich krieg dich. Volk von Jerusalem, wir stehen auf einer Schwelle. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Empfang diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen schaffen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst... Nun, unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf dass wir eins werden. Weist sie nicht ab. Ich muss eine Lektion erteilt werden. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen.
Holt Hilfe! Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Meine Familie ist groß. Schön, euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tarik etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Nein, geht nicht. Nur ein paar Nein, geh mal nicht. Ich habe nicht. Geberg, schaff hier! Was tut er denn? Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Oh!
Die Situation ist unverändert. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Das ist ein böses Omen. Die Situation ist unverändert. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Da drüben! Die Situation ist unverändert. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ein Mörder auf freiem Fuß. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Ihr habt nichts hier zu suchen. Warum würde jemand so etwas tun? Ihr kommt zur rechten Zeit, Alter Ehr. Ich habe etwas sehr Nützliches gefunden. Die Befehle für Roberts Wachen. Ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. Bitte, geht. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Habt ihr das gerade gesehen? Er hat nicht mal hingeschaut. Was hat ihn wohl gestochen? Er wird noch jemand anderem gehen. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Bei dem Tempo verletzt er noch jemand. Das hat wehgetan. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar. Er wird jemanden da. Solch ein Narr. Was ist denn in ihn gefahren? Belästigt jemand anderen. Ha!
Seltsam. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Wenn das passiert, werde ich ihm nicht nur... Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Hinfort! Hinfort! Ich bin arm und hungrig. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe... Kehrt euch davon! Da. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Er sollte aufhören, sich wie ein... Alter, ihr, mein Freund, ihr müsst mir helfen. Malik befahl mir, einige Bogenschützen in der Umgebung zu töten, damit unsere Brüder sich gefahrlos bewegen können. Normalerweise wäre das kein Problem, aber das Begräbnis hat alles verändert. Die Stadtwache setzt ihre besten Männer ein, um für Ruhe zu sorgen. Und mit denen kann ich mich einfach nicht messen. Ich möchte euch um zwei Gefallen bitten. Zuerst tötet die Bogenschützen. Zweitens erzählt Malik nichts davon. Im Gegenzug sehe ich, was ich über Roberts Pläne erfahren kann. Tötet ihn! Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Sehe ich denn aus wie ein Kaufmann? Nein, also verschwinden! Thank you.
hin! Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Bereue deine Sünden! Angeber! Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Wer könnte das getan haben? Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Der Herr... Was ist das? Wer ist dafür verantwortlich? Ihr müsst diese Bogenschützen töten, sonst weiß ich nicht, was Malik mit mir machen wird. Wer hat das getan? Sag es mir! Meine Güte, was ist denn hier passiert? Also gut, wo bist du? Wer ist dafür verantwortlich?
Das hat mich so aufgeregt. Ich bin euch auf ewig zu Dank verpflichtet. Malik hätte mir nie verziehen. Hier ist, was ich erfahren habe. Für einen Mann wie mich wäre ein direkter Angriff unmöglich. Es gibt zu viele Wachen. Stattdessen würde ich mich unter die Gelehrten mischen, die das Begräbnis sicher besuchen werden. Es ist nicht der direkteste Weg, aber vermutlich der sicherste. Er wird noch jemand anderes werden. Es sieht aus, als würde meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geht. Warum tut er das? Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein, geht nicht. Nur ein Vermögen für meine Kinder. Bitte. Gott, erbarme dich. Er ist verrückt. Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Wohin mag er verschwinden? Was hat ihn wohl so erschreckt? Wovor flieht dieser Narben? Bitte, nur ein paar Goldstücke. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit, bitte. Er rennt doch jemand um. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhandeln. Friede sei mit euch, Altair, und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Ich werde ihm keine Chance geben, seine Kampagne fortzusetzen. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und mir Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das wann und wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Klärt mich auf.
Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlot euren Arm wegen mir und Kadar. Ihr habt jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Geri dönecek. Kadar! Ankata tırı ayı kapalar. Gestochen. Er scheint in Eile zu sein. Jemand im Schatten. Wo wird er bloß hin? Abster! Another check-in.
Any enemy, Jack. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht, denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge, wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment, denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag! Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Come on!
Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ach, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir haben keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit.
Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Sollte aufhören. Ah! Seid ihr mein Freund? Nein. Er wird jemanden verletzen. Wo geht er hin? Wie achtlos kann man denn sein? Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Im Port, Mönch. Bitte, seid vorsichtiger.
Holze gewähren. Darum seid ihr ja auch zu mir gekommen. Er scheint die Meile zu sein. Er wird noch jemanden verletzen. Scheint in Eile zu sein. Wie achtlos kann man denn sein? Das solltet ihr nicht noch einmal. Ich hoffe, dass keiner verletzt wurde. Was kann hier noch so wohl so schnell gehen? Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Hier endet dein Leben! Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie deren Sichtkontakt und verstecken sie sich. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter. Kime boyun eğmek istiyorsun?
Vielleicht weißt du es, aber deine Niederlage.
Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Robert de Sade. Ein Adjutant. Er sinnt auf Verrat. Er findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Sid Blanc, Assassin. Ah!
Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hört er nicht. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch seht. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht, die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Sagte aufstehen, verdammt! Hallo! Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten?
stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie? Nein, Sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo Ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass Sie noch leben. Aber ich glaube, Sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch! Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Sie sind. Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Hoch! Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben Sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Sprich nur, Meister, und zeige uns den Weg.
Ungläubiger! Komm schnell! Lass ihn nicht entkommen! Ja! Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten, wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Nein! Was geht vor? Schüler, kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, Altair. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist und dass alles erlaubt ist. Kommt, vernichtet den Verräter,
stoßt ihn aus dieser Welt. Oder habt ihr Angst? Ich habe vor tausenden Männern gestanden. Jeder davon euch überlegen. Und sie alle sind gestorben. Durch meine Hand. Ich habe keine Angst. Beweist es. Was sollte ich fürchten? Seht nur, über welche Macht ich verfüge. Letztes Wort? Ihr habt mich belogen. Nanntet Roberts Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Den letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. Sagt mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch des einen zu berauben, hieße mir das andere nehmen. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templerschatz, dieser Edensplitter, dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Eris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das... Illusionen! Allesamt! Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah, nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben? Dann scheint es, als stecken wir in einem Engpass. Nein, wir sind am Ende. Ich werde euch vermissen, Alter Ian. Ihr wart mein bester Schüler. Blind, Alter Ian. Ihr wart die ganze Zeit über blind. Und werdet es immer sein. Thank you.
Dinge sieht für mich Al-Mualem. Sie durchschneidet die Dunkelheit. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. Und ich richtete mein Herz darauf zu erkennen, Weisheit, Torheit und Narretei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel verloren. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Zerstört es, wie ihr gesagt habt. Ich kann es nicht. Doch, ihr könnt, alter Herr. Aber ihr werdet nicht. Wir haben es. Was war das, verdammt? Und? Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Und was zum Teufel ist das? Wen zum Teufel haben die vor mir hier festgehalten?
Und was ist mit ihm passiert? Was hat das zu bedeuten?